Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen bei Tarot bei Merlin. Mein Name ist Dirk, ja, und ich heiße euch recht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, und für alle, die neu dabei sind, auch ein ganz herzliches Willkommen an alle meine in Anführungszeichen Stammzuschauer. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ja, es beginnt bald wieder eine neue Woche. Das heißt, es ist wieder Zeit für euer allgemeines Reading. Und natürlich auch wieder für die Liebeslegung, die dann halt auch kommen noch. Und bevor ich das mache, das kennt ihr natürlich alle schon, ist so ein bisschen Gewohnheit geworden. Schauen wir uns mal die astrologischen Gegebenheiten an, was die Konstellationen der Planeten uns alles so verraten können. Und glaubt mir einiges. Ich sag's mal so, heute ist Freitag, ich mache heute eure Legung wieder. Ich hatte heute extra Urlaub genommen, weil ich morgen auch noch etwas mit meinem Töchterchen machen möchte, und ich bin momentan sehr, sehr müde, sehr kaputt, sehr platt, kaum Energie. Und ich habe heute Morgen 8 Uhr den Wecker gestellt, habe mir einen Kaffee getrunken, habe mich kurz nochmal zu meinen Katzen gekuschelt und ich habe wirklich bis 1 Uhr geschlafen. Man merkt momentan, man ist ausgepowert, sicherlich auch ein Teil wegen der Arbeit, weil es da momentan sehr, sehr viel zu tun ist, auch die vielen mit der Weiterbildung und alles, was on top noch dazu kommt. Ihr kennt, wisst ja auch, meine Mama ist Schwerstpflegefall, auch da muss man sich immer drum kümmern. Also ein sehr großes Paket. Aber wo ich dann heute wieder die Planetenkonstellation mir angeschaut habe, kann man ganz deutlich erkennen, woran das liegt, und da seid gespannt. Vielleicht geht das einigen von euch ja auch so, dass ihr momentan echt erschlagen seid und könnt gar nicht so richtig einordnen, warum. Und da habe ich gleich ein paar Informationen für euch. Bevor ich das Ganze jetzt mache, möchte ich aber mich ganz herzlich wieder bei allen bedanken, die an mich, an Trixi gedacht haben, über die ganz lieben, netten Kommentare. Ich freue mich da so wahnsinnig drüber, das könnt ihr mir wirklich glauben. Und ich beantworte auch, wie gesagt, jedes Kommentar. Es dauert halt manchmal auch einfach ein paar Tage. Ich kann das nicht immer zeitgenau machen, weil mir da einfach auch die nötige Zeit fehlt. Aber ich finde das wunderschön. Und natürlich auch ganz, ganz lieben Dank für die vielen Abos, auch die vielen Likes. Macht bitte weiter so. Das ist richtig super, ihr Lieben. Ich starte mal direkt durch. Verzeihung. Ich starte mal direkt durch, wie momentan so die astrologischen Highlights für uns so stehen werden. Ja, und Mars macht sich jetzt quasi auf in den Krebs und wechselt quasi im März noch in den, ja, man kann sagen, in den gefühlsvollen Krebs, ne? Ja, Mars befand sich ja seit August 2022, also seit dem letzten Jahr, im Sternzeichen der Zwillinge. Ja, und das kommt jetzt daher, weil Mars dort damals rückläufig war und im November 2022 wieder direktläufig wurde. Deshalb ist er im Januar 2023, ja, verlässt er quasi, hat er die Zwillinge verlassen in das Sternzeichen des Krebses. Und ja, in diesem Zusammenhang lief Mars quasi ganze dreimal in dem Quadrat zu Neptun. Ja, und am 15.03.2023, das heißt der Mittwoch, da ist das Ganze dann zum vierten Mal so. Mars Power, ja, kann sich sowohl konstruktiv wie auch deskonstruktiv bei uns melden und auch so uns anzeigen. Und gerade in den Sternzeichen des Zwillings, ja, da springt die Energie immer hin und her. Ja, Zwilling, das Sternzeichen mit den zwei Gesichtern. Mars hat ja, eigentlich eine sehr außengerichtete Energie. Und er steht ja momentan zum Neptun. Und Neptun zieht eher die Energie nach innen. Und das ist halt eine sehr, sehr spannende Konstellation, denn hier wollen wir zwar viel tun, wir haben auch den Drang, etwas zu tun, aber es fällt uns nicht leicht. Und ja, unsere aufgebrachte Energie, die wir dann haben, da ist es unheimlich schwierig, diese aufrechtzuerhalten, und plötzlich haben wir keine Energie mehr, wir haben keinen Bock mehr, wir sind sehr müde, ja, verspüren ein riesen Energiedefizit, sag ich mal. Ja, und dann hängen wir rum. Na, dann kann man sich nicht mal aufraffen. Und das ist genau diese Energie, die momentan durch diese Aktion Mars, außengerichtete Energie, Neptun, zieht die Energie nach innen, ja, und das raubt uns auch die Energie so etwas, ja. Ja, Saturn ist jetzt in die Fische angekommen, und der Vollmond ist quasi, Vollmond hatten wir jetzt ja noch, das heißt, wir haben jetzt wieder einen abnehmenden Mond, ja, und die Konjunktion zu Jupiter und Chiron steht auch noch an.
Der Mond ist gestern, also am Donnerstag, in die Waage gelaufen. Waage ja wieder ein Luftzeichen. Und der wird dort noch bleiben bis zum Samstag. Ja, und in der Nacht geht der Mond dann in das Wasserzeichen des Skorpions. Dann haben wir wieder erneut die Sonne und den Mond in einem Wasserzeichen. Und das ist wirklich sehr, sehr selten, so eine Konstellation. Ja, schaut euch eure inneren Konflikte mal genauer an. Möglicherweise die Konflikte, die im Inneren euch immer schon stören. Ja? Denn das ist jetzt eine sehr, sehr gute Gelegenheit, denn im Zeichen der Waage, ja, die Waage sorgt hier immer so für Diplomatie. Da könntest du Zugeständnisse machen und mit deinen inneren Energien eine gewisse Disbalance ausbalancieren. Ist eine momentan eine sehr, sehr gute Gelegenheit dazu. Ja, die Sonne läuft auf den Neptun zu und wechselt am 20.03. in den Widder. Das heißt, die Sonne kommt aus einem Wasserzeichen, geht in ein Feuerzeichen über, zu Tag- und Nachtgleiche. Das ist ja der 20.03. Und herzlich willkommen, lieber Frühling. Wenn ich mal so rausgucke heute, es regnet, es ist grau, es ist nicht schön, es schneit zwischendurch, dann regnet es wieder. Lieber Frühling, komm bitte ganz schnell zu uns. Ich glaube, wir können ihn alle gebrauchen, wir können die Sonne gebrauchen. Es reicht jetzt mit der Kälte und dem grauen Wetter. Meine Meinung. Ne? Vielleicht lieben das ja auch manche Leute, also ich bin nicht depressiv, ich mag dieses Wetter nicht. Ja, und unser Planet der Liebe, die Venus im Widder, geht in Sextil zum Mars. Ja, und Venus im Feuerzeichen, Mars im Luftzeichen, da fühlen die beiden sich eigentlich auch recht wohl. Merkur im Zeichen der Fische läuft jetzt auf die Sonne zu, ja, und geht auch im Sextil zu Uranus. Das wird er übrigens heute um 22 Uhr dann machen. Ja, hier kommen die Planeten zur gleichen Gradzahl auch in Berührung. Also die kollidieren nicht, sondern Berührung heißt gradzahltechnisch. Ne? Somit beginnt eine Phase für gute Ideen. Auch am Wochenende ist das eine sehr gute Zeit für gute Gespräche zu führen. Auch gute Gespräche mit jemandem, wo eine Liebe sich anbahnen könnte. Auch gute Gespräche zu führen, wo du mit jemandem im Clinch bist. Das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, auch in der Liebe ein guter Zeitpunkt, sich anzunähern, wenn du halt immer vor sowas Angst hattest. Na, also die Energie würde dich dabei momentan sehr unterstützen, ihr Lieben. Ja, ich überlege gerade, was ist noch wichtig? Ja, wir haben auch ein guter Zeitpunkt, in die Heilung zu gehen, denn der Mond ist jetzt abnehmend und er ist noch im Zeichen der Waage. Und Waage ist ja immer so der Ausgleich, die Harmonie, die Möglichkeit, anderen die Hand zu reichen und sich auch in gewissen Teilen zu versöhnen. Und um 1.06 Uhr am Sonnabend, ja, verlässt dann der Mond die Waage in das Wasserzeichen, also der Mond geht dann in den Skorpion, der Mond ist ja auch immer unser Energieanzeiger. Ja, und morgen geht dann der Mond, ne Moment, also um 1.06 Uhr am Sonnabend verlässt der Mond die Waage in den Skorpion und am Montag, so war das, nicht morgen, und am Montag geht der Mond dann in den feurigen Schützen über. Also dann geht er wieder in ein Feuerzeichen, ganz andere Energie. Ja, am Wochenende ist der Mond und Sonne im Wasserzeichen, sagte ich, glaube ich, schon. Das ist auch recht selten. Hier hast du Zugang zu deinen ganz tiefen Emotionen, die sehr tief in dir verborgen liegen. Das heißt, Dinge, Kenntnisse zu erlangen, möglicherweise auch, dass du in Transformation gehst, ist hier auch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, ihr Lieben. Ja, negative Gedanken in lichtvolle, positive Gedanken umzuwandeln, ist jetzt auch eine sehr, sehr gute Idee, eine sehr gute Zeit dafür. Ja, und sich mit seinen tiefschichtigen Veränderungen auseinanderzusetzen und einfach mal zu gucken, was ist überhaupt möglich. Das soll es an dieser Stelle mit den astrologischen Highlights gewesen sein. Ich nehme euch jetzt mit zu euren einzelnen Readings. Bedenkt immer, das sage ich immer gerade zu den Neuen, die hier in meinen Kanal reingezappt haben, Tarotkarten haben keine Macht über dein Leben. Tarotkarten sind so wie Wanderkarten, stellst dir bitte so vor. Das heißt, sie zeigen dir einen möglichen Weg. Sie können dich auch vor Fehlentscheidungen schützen, aber den Weg gehen musst du selber. Ne? Wie eine Wanderkarte, du lernst halt deine Umgebung besser kennen. Mach die Legung auch bitte nur zu deiner Legung, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gehst. Ich wiederhole es immer wieder, weil manche Kommentare ja auch schreiben, Mensch, ich habe gar nichts gemerkt von der Energie. Überleg, wie viele Menschen auf dieser Erde leben. Und jeder Mensch hat ja ein Sternzeichen. Ja, wir haben mal einen Zodiac-Kreis, 12 Sternzeichen. Und ich kenne dich natürlich nicht persönlich. Wenn ich eine persönliche Legung mit dir machen würde, wäre das natürlich viel intensiver und detailreicher. Da das eine kollektive Legung ist, kann ich das natürlich so
nicht für jeden passend machen. Ja? Schau auch immer gerne in dein Mondzeichen, Venuszeichen oder Aszendenten vorbei. Falls du nicht weißt, wie du das berechnen kannst, in meiner Infobox ganz unten habe ich dir eine Seite verlinkt. Da kannst du das Ganze kostenlos berechnen und vielleicht auch mal da reinschauen, um andere Erkenntnisse, andere Ratschläge zu bekommen. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Wenn du noch Fragen hast, gerne unten in die Kommentare. Wie gesagt, ich kann nicht immer zeitgenau gleich antworten, aber du erhältst auf jeden Fall eine persönliche Antwort von mir. Ich wünsche dir, wie immer, dass du möglichst viele Erkenntnisse aus diesen Legungen mitnehmen kannst. Und ich wünsche dir, wie immer, viel, viel Spaß. Und ich habe genug geredet. Ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mit. Es geht los. Viel Spaß dabei. Hallihallo, meine lieben Krebse. Ich grüße euch ganz herzlich zu eurem allgemeinen Reading. Das allgemeine Reading ist, wie gesagt, für den 13. März bis zum 19. März 2023. Und wir schauen mal, wie eure Energien so stehen, ja? Liebes Universum, gib mir bitte eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv der lieben Krebse. Was ist jetzt richtig und wichtig und welche Botschaften darf ich weitergeben? Liebes Universum, gib mir bitte nur eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv der Krebse. Okay. Ja, ihr Lieben, ich lege für euch mit dem Heaven and Earth Tarot. Habe ich mir jetzt neu erworben. Wunderschönes Tarot-Deck, muss ich sagen. Auch das Green Witch Tarot habe ich mir auch noch dazu geholt. Auch wunderschön gezeichnet. Und ihr merkt, die Karten sind noch ganz, ganz neu, noch schön steif. Die müssen sich noch so ein bisschen eingrooven hier. Ja, und ich lege hier oben einmal deine aktuelle Energie, eure, je nachdem. Und wir schauen dann mal weiter, wie der Ausblick so ist und was dich hier so beschäftigt, was euch beschäftigt und welchen Rat wir vom Universum hier bekommen. Möglicherweise brauchen wir da auch noch ein paar Klärungskarten, aber das schauen wir uns jetzt direkt eben mal an, ihr Lieben. Ja, wir starten mit der Königin der Kelche, ihr Lieben. Königin der Kelche betont natürlich deine Gefühlswelt, ja. Denn die Königin der Kelche, da geht's halt immer sich einer Sache oder in einer Beziehung sich ganz hingeben können, ne? Sich entspannen. Und hier sollst du natürlich immer aus deinen Gefühlen heraus handeln können, ne? Man kann auch anders sagen, du sollst dir deinen gefühlsvollen Weg gehen, so quasi auf dein Herz hören. Ist eine sehr sensible Energie. Das ist ja so die Herzdame, die Königin der Kelche. Da geht es halt immer um ja, deine tiefen Gefühle, deine Zuneigung zu gewissen Menschen, möglicherweise aber auch um Verträge mit anderen. Das kommt daher, normalerweise, wir können das hier so ein bisschen sehen, sind an dem Kelch von der Königin der Kelche so Cherubine mit dran und die sind auch auf der Bundeslade mit drauf gedruckt, gemalt, angebracht, wie auch immer. Ja, und dort ist ja angeblich der Vertrag von Gott und den Menschen in dieser Bundeslade mit dran. So zumindest die Überlieferung. Und deswegen kann es auch damit zu einem Vertrag zwischen zwei Menschen gehen. Ne? Das heißt, wenn ihr beispielsweise verheiratet seid, da muss man halt mal schauen. Aber wir schauen weiter. Ja, Judgment. Judgment, eine Karte aus der großen Arkana, man kann auch sagen, das Gericht, Karte 20. Hier geht es immer um eine Erneuerung, um eine Erlösung, auch um eine Einsicht, um eine Weiterentwicklung bei dir. Man kann auch sagen, es geht hier um deinen persönlichen Wachstum. Das ist auch immer so die Karma-Karte. Ja? Du siehst ja hier, es geht so, dass der Erzengel Gabriel mit seiner Himmelsposaune bläst und die Menschen, die jetzt hier noch etwas fahl sind, steigen aus den Gräbern und das bedeutet symbolisch, hier geht es für einen absoluten Neubeginn, eine neue Lebenslust wird dich hier aufrütteln, aufwachen und du hast da richtig Bock zu, den Neubeginn auch wirklich zu machen, durchzustarten. Ja? Das ist übrigens die ergänzende Karte für das Sternzeichen des Skorpions. Ja, warum ist das so? Warum musst du neu durchstarten? Wir haben hier die Seelenmangelkarte. Das sind 5 der Münzen. 5 der Münzen bedeutet halt immer, dass entweder ein Mangel an Geld da ist, also ein finanzieller Mangel, oder aber auch ein Mangel der Gefühle. Da kann man von einem Seelenmangel sprechen. Und man sieht ja hier, es ist Winter, da sind zwei Bettler, die vor dem hellerleuchteten Kirchenfenster einherlaufen. Und ja, das kann auch immer so bedeuten, dass du dich in einer Beziehung, in einer Angelegenheit dich ausgeschlossen fühlst. Ne? Denn die beiden sind ja auch quasi
so isoliert. Man sieht ja auf diesem Kartendeck, da siehst du die Umrisse von diesen Bettlern. Im klassischen Tarotdeck sieht man noch einen Bettler mit einer Glocke um den Hals. Das wurde früher ja bei ansteckenden Krankheiten gemacht, was halt auch immer bedeutet, ja, die Personen sind isoliert. Na, und das könnte wiederum bei dir auch bedeuten, dass du momentan in einer Beziehung vielleicht bist, wo du dich isoliert fühlst, auch vielleicht in einem Lebensabschnitt, wo du dich isoliert fühlst, nicht verstanden fühlst möglicherweise. Und das kann aber durch das Kirchenfenster, hier ist Hoffnung in Sicht, soll das bedeuten. Ja, also da bin ich mal sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, ihr Lieben. Ja, Ass der Stäbe, das ist wunderbar. Ihr kennt die Asse. Die Asse sind immer generell Karten für Neubeginn, für Chancen. Ja, und das Ass der Stäbe, da geht es um das Element Feuer. Da kannst du es mit einem Löwen, Schützen oder Widder zu tun haben. Hier entstehen Dinge neu, aber mit voller, geballter Kraft. Und die kommen aus dem Nichts, die kommen plötzlich. Das ist eine sehr, sehr starke Karte, die du hier bekommen hast. Man kann auch sagen, du bist Feuer und Flamme für eine Person. Die Leidenschaft für das Leben wird hier neu entfacht für dich. Das Ganze, da rechnest du jetzt aber noch nicht mit. Die Karte kann auch immer für Beruf und Liebe stehen oder Liebe stehen. Ne? Denn was du anpackst, ihr Lieben, das gelingt euch auch und das macht obendrein noch Spaß. Du gehst hier richtig mit Lust auf den Neubeginn zu. Richtig, du hast Bock, was Neues zu machen, so kann ich sagen. Es wird hier ein positiver Neuanfang geben und du kannst dich jetzt schon mal festhalten, eine feurige Leidenschaft wird dich noch im März ereilen, kann ich hier definitiv sagen, weil das Element Feuer ist eines der schnellsten Energien im Tarot. Wow, ist das eine spannende Legung hier bei euch. Ja, und wir haben 7 der Münzen. Münzenergie stehen ja immer für materialistische Dinge. Und 7 der Münzen steht halt so für die Warteposition. Ne? Du, vom Gefühl her bist du momentan so, dass du denkst, nichts geht voran. Und dabei übersiehst du aber, was du alles schon erreicht hast. Ja? Denn was du erreicht hast, steht dir ja auch zu. Und du musst letztlich nur warten, bis hier deine Sachen, die du gesät hast, auch Früchte tragen. Das ist in der Natur genauso. Und hier kann man sagen, habe Geduld, es wird gut. Ja? Es ist eine sehr passive Karte, keine Frage, ist eine sehr langsame Energie. Dafür aber auch sehr stabil und sehr tatkräftig. Man kann also sagen, das wird kommen. Ja, wir wollen jetzt einfach mal schauen, was da kommen wird. Das hier ist definitiv in der Liebe was. Hier kann es aber auch was Finanzielles sein. Da schauen wir uns jetzt quasi mal hier im weiteren Verlauf an. Ja, definitiv, das sind 5 der Schwerter. Hier geht es immer um, ja, in der Liebe bewusst verletzt worden zu sein. Hier kann es um Niederlagen gehen, es kann um Konflikte gehen. Jedenfalls hat bewusst jemand in Kauf genommen, das kann ein Partner gewesen sein, dass er dich bewusst traurig gemacht hat. Das kann sein, dass etwas gescheitert ist. Es kann auch sein, dass jemand unehrlich zu dir war, sprich einen Treuebruch begangen hat. Sowas in der Richtung kann es auch sein. Ja, also bewusst verletzt ist ja, dass ich was ja mit voller Klarheit begehe und ich weiß ganz genau, das tut dem anderen weh. Ne? Also das ist jetzt nicht unbewusst gewesen, sondern das ist sehr bewusst gewesen. Ja, das kann übrigens Schwertenergie, das ist ein Luftzeichen, das könnte einen Zwilling wieder... Zwilling, Waage oder Wassermann sein, ja? Ja, ihr Lieben, der Tod, auch wunderschön hier illustriert, wie das Ganze hier so aufgemalt worden ist. Du brauchst hier aber auch nie Angst zu haben, denn der Tod ist eigentlich eine sehr schöne Karte. Das ist die Karte 13, dem Skorpion zugeordnet. Das haben wir schon 2 Karten für den Skorpion gehabt quasi. Kannst du vielleicht mal schauen, ob du auch irgendwas mit einem Skorpion zu tun hast oder du vielleicht den Skorpion als Mondzeichen, Venuszeichen oder Aszendenten hast. Dann schau dir gerne den Skorpion auch nochmal an. Ja, bei dem Tod geht es immer darum, auch eine Karte aus der großen Arkana, Karte 13. Hier zeigt immer etwas, wird hier beendet, zeigt der Tod an, aber etwas fängt auch gleicherzeit neu an. Deine Lernaufgabe ist hier etwas loszulassen und das wird immer meistens mit Trauer, Wehmut und Schmerz einhergehen. Aber diese Veränderung des Vergangenen ist notwendig. Ja? Du hast hier definitiv die Botschaft, dass du Altes hier hinter dir lassen sollst. In seltensten Fällen bedeutet das aber auch in der Liebe eine Pause einlegen. In der Regel aber ein Neubeginn. Man kann aber auch schon wieder erkennen, ganz hier hinten, das siehst du schon, wird es wieder hell. Hier geht die Sonne wieder auf. Das heißt, die Sonne symbolisiert hier auch quasi wieder einen neuen Tag, ein neuer Anfang. Und es kommt zu einem Neubeginn. Ja? Der Tod steht auch immer für Transformation.
Und von dieser Sache, von diesem Entschluss gibt es auch keine Rückkehr mehr. Ja? Also keine Rückkehr mehr in die Vergangenheit. Ja, und du siehst ja nicht nur das weiße Pferd, das fahle Pferd, was er tot reitet. Der hat auch eine Fahne. Und auf dieser Fahne siehst du eine weiße Rose. Die weiße Rose ist immer das Zeichen des Lichtes und des Neubeginns. Ja, es wird hier definitiv was Neues auf dich zukommen, ihr Lieben. Ich bin schon gespannt, was es ist. Acht der Kelche. Da geht es um eure Gefühle. Acht der Kelche, das ist immer so die Karte, es fehlt dir was. Es fehlt dir was im Leben, es fehlt dir was in möglicherweise in einer Beziehung. Es fehlt dir hier ein Kelch und du siehst ja, unten sind die Kelche in Reihung Glied aufgestellt und hier oben gibt es eine Lücke. Ja, und der Mond scheint, es ist also Nacht, du nimmst allen den Mut zusammen, du gehst auch bei Nacht los, machst dich auf den Weg, den einen fehlenden Kelch noch zu suchen und du gehst dabei auch neue Wege. Das machst du aber heimlich. Ja, das machst du nicht offensichtlich, hängst du nicht an die große Glocke. Du gehst jetzt ganz langsam einen anderen Weg. Welcher Kelch dir fehlt, ob es die Liebe, Beruf, ob es eine Berufung ist, das kann man hier nicht direkt erkennen. Es kann aber sein, wenn es in einer Beziehung ist, kann es für einen Fisch, Skorpion oder Krebs stehen. Da du selber Krebs bist, gehe ich aber hier davon aus, dass das deine eigene Energie ist. Ja, ja, und man sieht ja auch, hier hinten haben wir einmal nochmal den Mond. Der Mond steht ja im Tarot auch immer so als Vernebler, dass du möglicherweise zu diesem Zeitpunkt auch keine großartigen Entscheidungen treffen sollst. Ja, die Klarheit wird kommen, aber das solltest du möglicherweise jetzt aktuell nicht tun. Ja? Wheel of Fortune. Wunderschön. Das ist eine Karte aus der großen Arkana. Das ist das Rad des Schicksals. Ja, und das Rad des Schicksals, das dreht sich natürlich immer. Ne? Das heißt, das Leben dreht sich, die Erde dreht sich und das Rad des Schicksals soll den Fluss und den Kreislauf des Lebens darstellen. Wenn diese Karte kommt, heißt das für dich eine überraschende Wende in deinem Leben. Das kann in der Realität sein, das kann auch Erfahrung in deinem Leben sein. Dieser Wandel, diese Anpassung, die in dein Leben jetzt kommt, die ist so bestellt vom Universum. Es soll so sein. Ja? Eine Notwendigkeit möglicherweise, auch Einsichten, die Ergebnisse, die davon abhängig sind, die sollst du auch annehmen. Nimm es als Prophezeiung an, nimm es als Lernprozess an, weil hier hast du Rückenwind vom Universum. Ganz egal, ob gut oder schlecht. Ja? Man kann immer sagen, entweder bist du das Opfer oder du nimmst es an, so wie es ist. Ja, und hier hast du auch, ich will es mal ein bisschen näher ranhalten, ob du das so sehen kannst. Ja, und hier in diesem Rad des Schicksals, das ist in den alten Tarotkarten da auch schon so, da sind halt Worte versteckt, da steht einmal das Wort Tarot mit drin, aber auch gleicherzeit Rota für, ja, es dreht sich, ne, das Leben dreht sich weiter, oder auch Ora, lateinisch, für das Wort Bete. Ja, jedenfalls bedeutet was bei dieser Karte immer, das Schicksal bestimmst du. Hier ist es aber so gekommen, dass das Schicksal in dein Leben gekommen ist, was quasi ja von einer höheren Macht so gewollt ist, damit du quasi hier ja einen Wandel, eine Änderung vornimmst. Das ist übrigens die ergänzende Karte, das Sternzeichen Schütze. Wow, wow, wow. Okay, also guckt ihr euch das mal an. Das ist der Stern. Der Stern, auch eine wahnsinnige Glückskarte, das ist die Karte 17 in der großen Arkana, dem Sternzeichen Wassermann zugeordnet. Und wenn diese Karte kommt, ist es in der Regel immer eine Karte für Wunscherfüllung, für Selbstvertrauen. Du sollst hier ins Selbstvertrauen gehen, es wird sich erfüllen, aber du bekommst hier noch einen Schlag Sahne on top dazu, kann man sagen. Du siehst ja diese Göttin, die gießt quasi jetzt hier ihre Gaben, ja, über dich. Und ja, die Sterne hier, diese hier oben, diese weißen Sterne, sollen die sieben Planeten darstellen. Also auch hier ist das eine Glückskarte schlechthin. Man kann auch sagen, wenn es hier um die Liebe geht, da geht es auch immer um die Wahrheit, um die Echtheit. Also hier steht die Liebe unter einem guten Stern. Ja, wunderschön. Das heißt, es kommt hier was auf euch zu. Du hast aber den Stern mit dabei. Es wird ein Neuanfang kommen. Du wirst aus dieser Krise da oben mit den fünf Münzen auch rauskommen. Ja, und wir haben hier den König der Schwerter. König der Schwerter, ganz andere Energie. Der König der, als die Königin der Kelche, der König der Schwerter ist natürlich immer eine Person, die sehr verantwortungsbewusst und sehr entschlossen handelt. Es geht hier auch um notwendige Veränderungen herbeizuführen. Der ist sehr klug, ein sehr analytischer Typ. Man kann auch sagen, sehr rational und etwas kühl. Ist aber auch immer ein ehrlicher Ratgeber und er ist immer ehrlich und geradlinig. Das kann sein, dass das ein guter Freund ist für dich, der dich hier unterstützt.
Der könnte auch etwas dominant wirken, ist sehr wortgewandt. Ja, und Gefühle zeigt er hier weniger. Dafür ist er aber auch sehr verlässlich. Ja, das steht für Luftzeichen. Wie gesagt, für einen Zwilling, Wassermann oder Waage, die dir hier beisteht. Ja, interessant. Ja, im Unterdeck, im Outcoming habe ich hier den Hierophanten. Und der Hierophant, das ist ja auch eine Karte aus der großen Arkana, die Karte Nummer 5. Ja, und hier geht es im Endeffekt, das ist immer so die Schutzkarte, der Himmel breitet den Schutz über dich aus. Das ist ja einmal der Papst, der belehrende Hohepriester, der Priester selbst. Hier sind aber auch noch Schlüssel gemalt, das sind nämlich die hier unten. Ja, und immer wenn da Schlüssel drauf sind, bedeutet hier das immer, dass hier auch neue Türen für dich aufgehen können. Und du nutzt auch einen Ratgeber, das kann mal ein Ratgeberbuch sein, ein Blog im Internet, ein Coach, aber auch ein Therapeut, der dir mit Rat und Tat zur Seite steht. Wir wollen aber mal noch eine Klärungskarte schauen. Ja. Und du hast eine weitere Karte aus der großen Arkana. Das ist die Karte die Kraft. Und das ist eine sehr, sehr magische Karte. Karte dem Löwen zugeordnet. Ja, hier geht es drum. Du siehst ja auch, die Göttin hat die Hand auf den Löwen aufgelegt. Das ist eine sehr sanfte, eine sehr behutsame Energie. Hier geht es nicht um, ja, dass man mit Gewalt hier etwas versucht, sondern man überwindet die Hindernisse. Der Mensch wächst hier mit seinen Aufgaben. Deine Kraft oder generell wahre Kraft, kann man sagen, die kommt immer von innen. Und es geht bei dir gerade nur unter anderem auch um Leidenschaft und deinen Mut zum Risiko. Und wenn du hier die Frage mir stellen würdest, kommt mein Wunschpartner auf mich zu, bekomme ich noch einen Wunschpartner, wird das noch funktionieren? Ja, der wird auf dich zukommen, aber definitiv. Ist wie gesagt eine sehr, sehr magische Karte. Du hast hier Kraft geschöpft, dein Gegenüber hat auch Kraft geschöpft und diese Kraft, die unterstützt euch hierbei. Also, wunderschöne Aussichten, lieben Krebse. Aber ihr wisst, bevor ich diese Legung beende, möchte ich auch nochmal das Merlin-Orakel einmal um Hilfe bitten. Was die Karten hier sagen. Ja, sind zwei Karten rausgeplumpst, auch die nehmen wir beide. Du hast einmal Zugänge zur Anderswelt bekommen, Verzauberung. Ja, lass dich verzaubern, lass die Reise in die Mysterien des Lebens beginnen. Tritt in die Reiche zwischen Himmel und Erde, erlöse, wandle und reinige dich im Einklang mit der Lichtnatur. Ja, sich reinigen bedeutet natürlich immer auch deine Gefühlswelt reinigen. Dass du hier Blockaden hast und hier gibt es ja auch einen Neubeginn. Hier hat dich jemand in der Liebe verletzt. Das ist natürlich dann auch immer mit einher, dass man hier auch erstmal sowas verdauen muss, sich reinigen muss. Reinigen heißt doch immer Blockaden auflösen. Ja, auch mal sich zurückziehen und sich überhaupt erstmal besinnen, weil ein Neubeginn ist ja auch nicht einfach so wie eine Lampe ein- und ausknipsen. Ja, das ist hiermit gemeint, aber lass es zu, ja, lass es zu. Und hier haben wir noch Quelle der ewigen Jugend, Reinigung, Aufladung. Also auch die zweite Karte mit Reinigung. Ja, du hast es verdient, vom Wasser des ewigen Lebens zu trinken, das dich jetzt für immer durchströmt. Ja, Wasser hat immer was mit Gefühle zu tun. Und diese Gefühlswelt bei dir ist in Stocken geraten. Und das ist auch völlig normal, wenn man in der Liebe verletzt worden ist. Dann ist dieser Fluss des Lebens unterbrochen. Und hier wird er wieder für dich fließen, ihr Lieben. Wunderschöne Energie, wundervoller Ausgang zumindest. Ja, wenn du mit der Legung in Resonanz gegangen bist, die dir gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Dankeschön in Form eines Likes von dir. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn du das tust. Denn mir hilft das wirklich viel, dir auch. Denn du verpasst auch kein Video mehr von mir. Und über ein nettes Kommentar an dieser Stelle, beispielsweise wie du die neuen Decks findest, würde ich mich natürlich auch immer sehr freuen. Ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao.